Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Die Anpacker, das sind 8 junge Menschen, die sich aktiv in die Politik einmischen wollen. Geld motiviert mich hier auf keinen Fall. Ich bin auch nicht des Geldes wegen hier. Das wäre auch blöd, weil die Arbeit würde so auch, glaube ich, keinen Spaß machen. In den nächsten 12 Wochen zeigen wir euch das echte Leben dieser Politiker. Unter der Kuppel des Berliner Reichstages, aber auch zu Hause ganz privat. Ich glaube, dass man den Job der Politikerin nicht ohne Herzblut machen kann. Sie packen es an, wollen Deutschland verändern, engagieren sich aber nicht nur politisch, sondern auch sozial. Soziales Engagement ist wichtig, weil sonst eine Gesellschaft, glaube ich, einfach nicht funktioniert. Wie leben die Anpacker? Was haben sie für Hobbys? Wer ist ihnen neben dem politischen Berufsleben wichtig? Gute Freunde sind für Politiker sehr wichtig, weil man als Politiker es schwer hat, auch mal eine wirklich ehrliche Rückmeldung zu bekommen. Wir zeigen die Anpacker in ihrer Heimat und ihrem Verein. In ihrem Wahlkreis. Immer nah dran an den Menschen. Ich hoffe schon, dass ich einen Bürgermeister zum Anfassen bin. Wir zeigen 8 junge Politiker, die unterschiedlichste Wege gehen, aber immer mit dem Ziel, sich für eure Themen stark zu machen. Wir haben eine Politik, in der junge Leute einfach kaum eine Lobby haben. Und dafür bin ich einfach da, dafür bin ich gewählt worden. Und die Arbeit werde ich die nächsten 3 Jahre noch ganz intensiv und leidenschaftlich und hochmotiviert machen. Von 622 Bundestagsabgeordneten sind 205 Frauen. Eine davon ist Nadine Schön. Hallo, ich bin Nadine Schön, bin 27 Jahre alt. Ich bin Abgeordnete im Deutschen Bundestag seit 2009 und mein Wahlkreis hat die Nummer 261, das ist das nördliche Saarland. Ihr Wahlkreis liegt im Saarland, doch ihr Arbeitsplatz ist in Berlin, zumindest zeitweise. Im wöchentlichen Wechsel pendelt sie zwischen ihrer Heimat und der Bundeshauptstadt. Die Berliner Wochen sind immer sehr stark durchgetaktet. Wir haben hier sehr viele Termine, die Ausschüsse tagen, die Fraktion tagt, unsere Landesgruppe trifft sich. Und das sind ganz viele Termine, fängt montags morgens um 8 Uhr an. 4 Uhr aufstehen, um 8 Uhr bin ich hier und dann geht das durch bis Freitagabend, bis ich dann nochmal heimfliege. Ihr politischer Alltag wird von zahlreichen Terminen, wie zum Beispiel einer Fraktionssitzung, bestimmt. Auch der Umgang mit politischen Schwergewichten gehört mittlerweile für Nadine dazu. Und daran musste sie sich erstmal gewöhnen. Frau Merkel hatte ich direkt an meinem ersten Tag getroffen, nämlich bei ihrer Wahl zur Kanzlerin. Wir standen dann hintereinander in der Reihe, um die Stimme abzugeben zu ihrer Wahl. Und da kam es dann zu einem kleinen Smalltalk. Sie kannte mich natürlich schon nicht und hat dann gefragt, zu welcher Fraktion ich gehöre. Ja, zu ihrer Fraktion. Und dann gab es einen kurzen Smalltalk über junge Frauen in der Politik. Und ja, also das war eine ganz nette Begegnung. Sie war auch sehr, sehr entspannt, sehr, sehr nett. Und, aber von meiner Seite war da schon sehr viel Respekt da. In ihrem Wahlkreis im nördlichen Saarland ticken die Uhren jedoch anders. Das hektische Berlin ist weit entfernt. Hier sind andere Qualitäten gefragt. Nadine muss diesen Spagat im Wochenwechsel schaffen. In ihrer Heimat kann sie sich direkter einbringen und versucht den Menschen vor Ort zu helfen. Hier ist, im ländlichen Raum ist alles sehr familiär und in Berlin ist es doch etwas ja, vielleicht auch gesetzter und etwas anonymer. Das sind schon zwei verschiedene Welten und ich fühle mich in beiden wohl, aber ja, vielleicht unterscheidet sich auch einfach das, ja, wie man sich gibt, wie man sich fühlt, sowohl in Berlin als auch in St. Wendel. Guten Morgen, herzlich willkommen. Danke. Guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, wunderbar, dass das funktioniert hat. Kinder liegen Nadine besonders am Herzen. In der Lebenshilfe St. Wendel lernen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam. Darum sind diese Termine für die 27-Jährige mehr als nur bloße Pflichterfüllung.
Wie viele sind jetzt hier in der Gruppe? Es sind 18 Kinder in der Gruppe, wobei 12 Nichtbehinderte und 6 behinderte Kinder integriert sind. Okay. Und die kommen morgens ganz früh? Ja, wir haben ab 7 Uhr geöffnet. Oh, sehr gut. Und ab 7 Uhr können die Kinder kommen. Das ist aber ganz unterschiedlich. Das kommt dann drauf an, wie die Eltern arbeiten. Und so geben sie auch dann die Kinder ab. Zum einen ist es wichtig, dass ich einfach zuhöre hier, viel im Gespräch bin mit den Mitarbeitern. Denn die sind hier vor Ort, die können mir sagen, hier liegen die Probleme und da muss was noch was getan werden. Ja, es geht ja um diese Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und Nadine kann sich dafür stark machen, dass die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten ausgedehnt oder erweitert werden, damit die Eltern ihre Kinder über Tag gut unterbringen. Ich hoffe, wir bleiben da einfach im Gespräch und war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, ich kann einiges noch mal mitnehmen, was Flexibilität und so angeht. Schön, dass du da warst und ich hoffe, dass wir uns auch mal wiedersehen. Ja, bestimmt bald. Na dann, vielen Dank. Und auch Nadine hat irgendwann mal Feierabend. Ihren Ausgleich zum stressigen Politikerjob holt sie sich beim Joggen mit ihren Freunden. Eigentlich ist Sport sehr wichtig bei dem Job, aber ganz oft fehlt einfach die Zeit oder man hat hier einen Termin und da und dann passt kein Sport mehr dazwischen. Das ist eigentlich schade. Also mir tut es schon gut, mal eine Stunde zu laufen, zu joggen, vor allem mit Freunden, aber leider klappt es nicht immer. Für Nadine ist es ziemlich schwierig, aufgrund ihres sehr zeitintensiven Berufes den Kontakt zu Freunden zu halten. Ich denke mal, auch wenn man zeitlich nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen kann, was eben momentan nicht mehr möglich ist, sie weiß genau, dass es ein Umfeld gibt, in das sie sich auch zurückziehen kann, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Das ist ihr Mann, ihr Ehemann, ihre Familie, Eltern und auch ein Freundeskreis natürlich. Sie weiß, auf den kann sie sich verlassen, wenn irgendwas ist. Meine Freunde und meine Familie wissen natürlich schon, dass ich sehr oft unterwegs bin und einfach nicht so viel Zeit habe wie jemand, der einen ganz normalen Job hat. Aber ich versuche schon, das irgendwie zu kombinieren und mir schon auch Zeit für meine Familie und meine Freunde zu machen. Und mit Verständnis von beiden Seiten klappt das dann auch schon. Diese Augenblicke genießt sie besonders. Doch schon morgen früh macht sie sich wieder auf den Weg nach Berlin. Monheim am Rhein ist das Revier von Daniel Zimmermann. Er ist einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands. Doch nicht nur das, der Jungpolitiker hat zudem seine eigene Partei gegründet. Die PETO will vor allem die Jugend fördern. PETO ist der lateinische Ausdruck für "Ich fordere". Mein Name ist Daniel Zimmermann, ich bin 28 Jahre alt, habe vor 11 Jahren hier in Monheim am Rhein die Partei PETO mitgegründet und arbeite jetzt als Bürgermeister. Von den großen und etablierten Parteien fühlte sich Daniel nie wirklich gut vertreten. Daher beschloss er kurzerhand mit seinen Freunden, selbst aktiv zu werden und gründete seine Partei. Wir durften 99 zum ersten Mal mit 16 wählen und haben dann einfach aus dem Jux heraus gedacht, wenn wir jetzt schon wählen dürfen, dann können wir auch eine eigene Partei gründen. Und so ist das Ganze entstanden. PETO ist keine Spaßpartei. Die 43.000 Einwohner Monheims jedenfalls fühlen sich in guten Händen. Und auch Daniels eigene Sekretärin Sabine ist begeistert von ihrem sehr jungen Chef. Als ich erfahren habe, dass Daniel Zimmermann Bürgermeister wurde, habe ich mich sehr gefreut, weil er schon mein Wunschkandidat war. Und ich fand, es war ein toller Erfolg für ihn und auch für seine Partei. In der nächsten Folge die Anpacker. Daniel Zimmermann privat und als Bürgermeister beim Seniorentanztee. Wird der 28-Jährige dort mit seiner Gitarre einen Song zum Besten geben? Und wir stellen euch Anpackerin Yvonne Plötz vor. Sie überrascht ihren Heimatort mit einer ungewöhnlichen Aktion. Stopp, warte. Ihr Motto: Politik ist zum Anfassen und beginnt auf der Straße. Außerdem Florian Bernschneider beim Radio. Wie wird er sich beim redegewandten Moderator schlagen? Nächste Woche bei Die Anpacker.